Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich eine Review für euch und zwar von der The Vault Collection mit Jaclyn Hill und Morphe. Und wie ihr seht, das Packaging ist schon mal super. In diesem Video werde ich auf jeden Fall alle Paletten swatchen und wir werden zusammen auch alle Paletten auf meinem Auge ausprobieren. Und ich hoffe wirklich, dass ich genug Pinsel habe, um alle 4 Paletten zu testen. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das gerne tun. Ich lade immer mittwochs und sonntags neue Videos hoch. Kommen wir nun zum eigentlichen Produkt. Wenn man diese Verpackung hier auspackt, dann hat man wirklich dieses wunderschöne Produkt. Das ist so ein Schubber, so ein bisschen wie früher bei den Kinderbüchern. Und das Coole ist, man kann hier an diesem Bändchen ziehen und dann kommen die so raus, wie so in Schubladen. Ich finde, das Packaging ist wirklich mega gelungen und es sieht auch viel besser aus als online auf den Bildern. Viel hochwertiger von der Verarbeitung. Insgesamt sind hier 4 Paletten drin und die kosten einzeln 17 Euro und wenn ihr das ganze Bundle kauft, dann kostet das 55 Euro und ihr könnt das auf morphe.eu bestellen. Das heißt, es kommt jetzt kein Zoll oder so hinzu, sondern die Preise sind dann auch in Euro. Die erste Palette ist die Bling Boss Palette. Das ist eine lilane Palette und die hat ein wirklich schönes Farbschema. Die hat auch so einen Spiegel, das haben alle Paletten und die Verpackung ist aus Pappe, aber ich finde sie sehr hochwertig, also für den Preis vollkommen in Ordnung. Ich blende euch jetzt einfach mal die Swatches ein. Hier seht ihr jetzt die Bling Boss Palette geswatcht und die metallischen und glitzernden Farben haben sich alle ganz toll swatchen lassen. Auch das Schwarz hier hat so ein bisschen Schimmer, das hat sie auch wirklich gut swatchen lassen. Die matten Töne sind teilweise etwas schwierig, die zwei hier sind irgendwie so ein bisschen fleckig. Der hier aber hat sich sehr gut swatchen lassen und auch der hat sich ganz gut geschlagen. Die nächste Palette ist die Ring D Alarm Palette. Diese hier hat ein rotes Farbschema, das ist so die tragbarste, hat alles sehr warme Töne, wie das ja im Moment in ist. Und ich denke, das ist auf jeden Fall so die alltagstauglichste. Ich blende euch jetzt hier auch die Swatches ein. Hier seht ihr jetzt die Ring D Alarm Palette. Und auch hier dieser Ton vor allem, der hat sich super buttrig swatchen lassen. Die metallischen Farben sind toll. Die matten Töne hier sind wieder so ein bisschen fleckig geworden. Ja, die matten Töne scheinen etwas durchwachsen zu sein. Die nächste Palette ist die Armed & Gorgeous Palette und die hat mich persönlich sehr angesprochen, vor allen Dingen wegen diesem grünen Farbplex hier auf der Seite. Und auch hier blende ich euch jetzt einmal die Swatches ein. Hier seht ihr jetzt die Armed & Gorgeous Palette und hier habe ich eigentlich keine Bedenken. Die schimmernden Töne sind wieder sehr toll und die Matten haben sich hier auch ganz gut geschlagen. Es sind jetzt nicht die pigmentiertesten überhaupt, aber sie haben sich sehr schön so runterstreifen lassen. Last but not least die Dark Magic Palette. Auch die fand ich besonders ansprechend, denn das ist mal so was ganz anderes. Tolle dunkle Töne und auch hier zeige ich euch jetzt die Swatches. Hier seht ihr jetzt Dark Magic und auch die hat sich ganz gut swatchen lassen, wie ich finde. Vor allem das matte Schwarz hier hat mich schwer beeindruckt, denn die anderen Töne sind erst softer und dann kommt auf einmal so ein Schwarz um die Ecke, was einen echt umhaut. Auch den Ton hier finde ich besonders toll. Insgesamt ist so der erste Eindruck ganz gut. Ihr habt jetzt die Swatches gesehen und natürlich sind Swatches immer nur bedingt aussagekräftig. Deswegen probieren wir jetzt einfach jede einzelne Palette auf meinem Auge aus. Das hier ist die Bling Boss Palette und mit der starten wir. Hier gehe ich jetzt in Hush Hush. Hush Hush lässt sich auf jeden Fall gut auftragen, allerdings ist es ein kleines bisschen fleckig, aber jetzt nicht sehr schlimm. Wir machen einfach weiter mit der nächsten Farbe und da gehe ich hier in Rockstar, das ist auch ein matter Ton. Rockstar hat sehr gut funktioniert, er hat sich tatsächlich besser ausblenden lassen als der Ton davor. Ein wunderschönes Aubergine, wie ich finde. Und vor allem lila Töne sind sehr schwer zu formulieren, deswegen gibt es für den Ton auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Und für die Crease machen wir jetzt mit einem Schimmerton weiter, einfach mit Gem. Da gehe ich jetzt mit so einem flachen Pinsel rein und den sprühe ich jetzt nicht an oder so. Dafür, dass ich den Ton jetzt mit einem trockenen Pinsel aufgetragen habe, wow, also das lässt sich meistens nicht so gut auftragen. Ich gehe jetzt nochmal mit meinem Finger rein, um zu gucken, ob da noch was rauszuholen ist. Wenn man den Finger benutzt, wird der Lidschatten auf jeden Fall noch metallischer. Also auf jeden Fall eher mit dem Finger auftragen als mit dem Pinsel. Als letztes gehe ich jetzt noch in Berry Treasure. Das ist dieses dunkle Schwarz mit dem coolen Glitzer. Und das gebe ich mir noch hier an den äußeren Rand.
Normal würde ich jetzt noch was auf meinen unteren Wimpernkranz geben, aber da das ja eher so eine Review ist und ich mich dann immer komplett neu schminken müsste und so weiter, mache ich das jetzt nicht. Ich bin sehr zufrieden mit der Palette bisher, allerdings finde ich hier, dieser Übergang könnte etwas besser verblendbar sein, aber ich finde, die Farben insgesamt sind toll, vor allem das Lila hat toll performt. So, ich habe mir jetzt die Augen wieder abgeschminkt und wir machen weiter mit der nächsten Palette, die Ring Die Alarm Palette, die rote Palette. Und hier starte ich wieder mit einem matten Ton, und zwar mit Rush. Rush hat sich wirklich sehr gut verblenden lassen. Ich mache jetzt weiter mit einem dunkleren Farbton, und zwar Alert. Alert hat sich wirklich sehr gut verblenden lassen. Und jetzt als nächstes gehe ich in diesen matten Ton, Framed, und der hat mich sehr an zwei Töne aus der letzten Palette erinnert. Und zwar an dieses Rot hier und das Lila da, das Rockstar. Das ist so eine Mischung aus den beiden. Ich hätte gedacht, die wären ähnlicher jetzt so vom ersten Eindruck. Von daher ist das ganz gut, dass sie nicht so ähnlich sind, wie ich gedacht habe. Framed finde ich jetzt ein bisschen weniger pigmentiert als der Ton in der letzten Palette. Und ich finde auch, der ist persönlich ein bisschen fleckiger. Für mein Lid gehe ich jetzt in Bomb S. Der Ton lässt sich schon mit dem Pinsel auftragen, allerdings muss man da wirklich schichten. Ich gehe jetzt mal mit dem Finger rein. Okay, jetzt sieht er so viel besser aus. Guckt euch das mal an, wie schön das schimmert. Ein ganz besonderer Ton, den ich auch so noch nicht in meiner Sammlung habe. Als letztes gehe ich jetzt noch mit meinem Finger in die Farbe Lolli. Auch die Palette gefällt mir wirklich sehr gut. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass sie mich so sehr begeistern. Aber es sind wirklich ein paar ganz besondere Töne drin. Vor allen Dingen Bomb S und Lolli sind wirklich besondere Töne, die ich so noch nicht in einer anderen Palette habe. Und die Palette hat sich insgesamt sehr gut verblenden lassen, bis auf Framed. So, ich habe mich mal wieder abgeschminkt und jetzt kommt die nächste Palette. Das ist die Armed and Gorgeous Palette. Und diese Palette hatte ganz schön viel Drama. Vor allen Dingen dieser grüne Ton, der hatte mega viel Drama, der soll super viel Fallout gehabt haben, bevor Morphe dann die Formulierung geändert hat, beziehungsweise wie die Lidschatten gepresst wurden. Das ist ja jetzt die zweite Version, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Und den Ton werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Als erstes gehe ich jetzt in Excess. Excess ist wirklich ein ganz, ganz auffälliges und tolles und auch knalliges Gelb. Das ist wirklich super pigmentiert. So ein Gelb habe ich bisher nur aus der Jeffree Star Palette kennengelernt. Das finde ich auf jeden Fall wirklich toll. Als nächstes gehe ich in Smooth Criminal. Das ist jetzt der erste Ton, mit dem ich wirklich richtig Probleme habe. Seht ihr, wie fleckig das ist? Und irgendwie will das Pigment überhaupt nicht auf dem Lid halten. Also bisher hatte ich das gar nicht bei den Paletten, aber hier bin ich nicht so begeistert davon. Der Ton ist bei mir definitiv durchgefallen. Die Farbkombi an sich ist natürlich super schön, aber der Ton, der war einfach nur ein mega Reinfall. Ich finde, mein ganzes Augen-Make-up sieht echt schrecklich mit diesem Ton aus, also haltet euch von diesem Ton fern. Ich habe jetzt ein bisschen Angst vor dem Grün, wenn das Braun so schlecht war. Ich gehe jetzt hier in das Grün und wir werden sehen, was passiert. Ja, das Grün. Also man kann es auf jeden Fall dazu bringen, dass es funktioniert. Hier habe ich jetzt echt viel Arbeit reingesteckt und es sieht ganz okay aus. Ich denke auch, wenn man wirklich immer wieder schichtet und schichtet, dann sieht es am Ende auch nicht mehr fleckig aus. Der Farbton an sich gefällt mir sehr gut, aber ist wirklich nicht einfach zu handhaben. Als letztes aus der Palette gehe ich jetzt noch in die Farbe Coin. Coin hat wieder super funktioniert, das ist ja ein schimmernder Ton und die schimmernden Töne sind wirklich toll in der Palette. Das Farbschema gefällt mir auch sehr gut, trotzdem finde ich, ist es sehr, sehr schwierig, die Lidschatten auszublenden. Ich fühle mich so ein bisschen, als hätte ich mich noch nie geschminkt. Ich finde, man kann definitiv die Lidschatten so ausblenden und aufbauen, dass es am Ende gut aussieht. Die Frage ist nur, ob man da immer Lust zu hat. Das dauert echt ewig, bis es am Ende gut aussieht. Das Augen-Make-up ist wieder ab und wir kommen zur letzten Palette, die Dark Magic Palette. Und wir werden mal gucken, ob die wirklich so magic ist, wie sie sagt. Ich finde auf jeden Fall das Farbschema sehr besonders. Und wir fangen auch gleich an mit Shish. Sieht im Pan tatsächlich etwas heller aus als auf meinem Auge, wie ich finde.
er hat sich ganz gut verblenden lassen. Hier habe ich mich einfach ein bisschen blöd angestellt. Und auf der zweiten Seite hat er sich wirklich gut verblenden lassen. Er ist allerdings schon sehr dunkel. Als nächstes gehe ich in Potion, dieses wunderschöne Grün. Potion hat echt gut performt. Ich hätte das nicht gedacht, vor allem nach dem Fail in Anführungszeichen von der anderen Palette. Das Grün hier ist wirklich sehr toll und sieht auch nicht ganz so krankhaft aus. Nicht ganz so, als hätte man irgendwie Leberversagen gehabt. Deswegen finde ich den Ton auf jeden Fall richtig interessant. Und um das Ganze zu verdunkeln, gehe ich jetzt in Inside Job. Inside Job hat sich wirklich gut verblenden lassen. Allerdings habe ich ein bisschen Fallout, wie ihr hier vielleicht seht. Ich gucke mal, ob man das... Ach, es lässt sich ganz gut wegwischen. Von daher ist es jetzt nicht so schlimm. Der Ton hat sich wirklich überraschend gut verblenden lassen. Vor allem, da der so dunkel ist. Auf das bewegliche Lid gebe ich mir jetzt Bastelt. Bastelt hat leider für mich nicht so gut funktioniert. Er war ein bisschen fleckig und nicht so deckend wie die anderen matten Töne. Und er hatte sich auch nicht so gut verblenden lassen. Als letztes gehe ich jetzt noch in einen schimmernden Lidschatten. Und zwar dieses wunderschöne dunkelgrün Trickery. Ich finde, das ist ein ganz besonderer Ton, denn den gibt es nicht so oft in Paletten. Der Ton hat wieder ziemlich gut funktioniert. Das ist so ein ziemlich grünes Tannenbaumgrün, wie ich finde. Kann ich mir super gut für die Weihnachtszeit vorstellen. Die Palette hat mir insgesamt sehr gut gefallen. Bis auf das Blau war das wirklich eine Palette, die sehr gut performt hat. Vor allen Dingen, da sie so dunkel ist. Ich habe den Look jetzt noch vervollständigt mit Wimpern und gebe euch natürlich jetzt auch noch mein Final Fazit, ob ich euch den Kauf empfehlen würde oder nicht. Ich finde die Kollektion tatsächlich insgesamt ziemlich gut. Die einzige Palette, die ich wirklich nicht empfehlen würde, ist die Armed and Gorgeous Palette, also diese hier. Die hat wirklich richtig mies performt, wie ich finde. Was schade ist, weil die Farben sehr schön sind. Und insgesamt würde ich euch die Paletten auch nicht unbedingt empfehlen, einzeln zu kaufen. Denn wenn ihr das Set kauft, dann bezahlt ihr nur um die ca. 14 Euro für alle Paletten. Und das ist wirklich, wirklich preiswert für die Qualität, die ihr bekommt. Denn die Lidschatten sind insgesamt sehr gut pigmentiert. Ich muss eigentlich sagen, dass es schon schwieriger ist, mit den Lidschatten zu arbeiten. Was aber auch einfach daran liegt, dass sie so gut pigmentiert sind. Denn pigmentiertere Farben lassen sich einfach schwerer einarbeiten und gerade für Anfänger ist das natürlich schwerer, die Farbe dann gut zu platzieren und auch wieder zu verblenden. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Lasst mir gerne ein Abo da und vielleicht einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!